Wie kannst du deine Gesamtstreams bei jedem Release nochmal gesondert pushen und dadurch auch vielleicht noch schneller Fans gewinnen? Das erkläre ich dir in diesem Video. Viel Spaß! Hi, ich bin Yannick und unsere Mission ist es, dir dabei zu helfen, mit deiner Musik so richtig durchzustarten und deine Karriere in die eigene Hand zu nehmen. Dafür findest du auf diesem Kanal unzählige Videos zu sämtlichen dafür relevanten Themen und es werden jede Woche mehr. Falls du es also noch nicht getan hast, dann lass unbedingt ein Abo da, um nichts mehr zu verpassen. Jetzt aber ab zum heutigen Thema. Ich bin vor kurzem eher zufällig über eine Methode bzw. Strategie gestoßen, die so simpel, aber gleichzeitig extrem effektiv ist. Dadurch kannst du nämlich ganz einfach deine insgesamten Streams steigern, deine älteren Songs nochmal gesondert verbreiten und zudem vielleicht auch noch schneller Fans gewinnen. Von einem Album, da kennt man das ja schon. Vorab kommen ein paar Singles raus und irgendwann wird dann das ganze Album mit diesen Singles und noch ein paar zusätzlichen Songs veröffentlicht. Wieso das Ganze nicht auch auf Single-Releases runterbrechen? Der normale Single-Release ist ja eigentlich einfach nur ein Song. Und das macht auch total Sinn. Du weißt ja wahrscheinlich, was der große Vorteil an Singles ist. Du kannst eben nur einen Song pro Release an Spotify selbst schicken. Unter anderem deswegen sind regelmäßige Singles so viel effektiver als ein Album auf einmal. Weil einfach nicht die anderen Songs hinten runterfallen, sondern du jedem Song wirklich die Chance geben kannst, durchzustarten. Aber was wäre, wenn du alle Songs bei Spotify pitchen und trotzdem noch andere Songs pushen kannst? Das ist mit dieser Strategie total einfach möglich. Und zwar, indem man auf einen Single-Release eben nicht nur einen Song packt. Ich habe das letztens bei ein paar Künstlern gesehen. Sie veröffentlichen eine Single nach der anderen, haben aber immer ein bis zwei ältere Songs auf jedem Single-Release mit drauf. So wird aus der eigentlichen Ein-Song-Single quasi eine 2-3-Song-Mini-EP, wenn man das so nennen kann. Anstatt also nur deine Single allein zu veröffentlichen, überlegst du, welche deiner vergangenen Songs noch so dazu passen könnte. Entweder thematisch, soundtechnisch, stilistisch oder sonst irgendwie. Die alten Songs wurden ja bereits veröffentlicht und hoffentlich auch schon als Pitch bei Spotify eingereicht. Demnach kann es dir ja eigentlich egal sein, wenn du bei dem neuen Release nur einen Song einreichen kannst, weil sowieso nur einer übrig ist, den du wirklich einreichen willst. Demnach nutzt du für den Pitch natürlich auch den neuen Song. Die anderen 1-2 sind einfach nur mit auf dem Release drauf. Der große Vorteil hieran? Einerseits kannst du dadurch deine insgesamten Streams sehr gut zusätzlich steigern. Viele deiner Fans werden sich die Single nämlich direkt auf deinem Profil bzw. auf dem Release anhören und nicht irgendwie auf einer Playlist. Und nachdem noch 1-2 weitere Songs mit auf dem Release sind, laufen diese danach auch automatisch noch ab und eben nicht nur der eine Song. Dadurch bekommst du theoretisch mit diesem einen Hörer gleich mal 2-3-mal so viele Streams. Wenn deine anderen Songs gut gewählt sind, dann ist das ja auch kein Bruch, sondern eine super Ergänzung für die Fans. Da musst du aber bitte wirklich drauf achten, dass die Songs irgendwie zusammenpassen und das Ganze Sinn ergibt. Sonst geht das Ganze wahrscheinlich nach hinten los. Andererseits ist das natürlich auch noch super Werbung für deine alten Songs. Wenn ich als neuer, interessierter Hörer wegen der aktuellen Single auf dein Profil komme und dann auch noch ohne weitere Hürden in andere Songs reinhören kann, ist das doch super. Die anderen Songs gefallen mir hoffentlich dann auch total gut und ich freue mich, dass ich gleich mehr hören konnte, ohne irgendwie nochmal eine Hürde zu nehmen, wieder auf dein Profil zu gehen, mir einen neuen Release zu suchen etc. Und in diesem Zug kannst du vielleicht auch schneller aus normalen Hörern echte Fans machen. Den meisten reicht ja ein Berührungspunkt nicht aus, um wirklich Interesse für dich zu haben. Wenn du mir in diesem Fall zum Beispiel aber direkt beweist, dass mir nicht nur eine deiner Singles gefällt, sondern gleich mehrere Songs gefallen, dann schenke ich dir sicherlich direkt mehr meiner Aufmerksamkeit. Du bietest den Leuten, zumindest die es wollen, gleich mal 2-3 Berührungspunkte anstatt nur einem. Und wie gesagt, den meisten reicht einer nicht. Irgendwie musst du diese Berührungspunkte also sowieso schaffen. Wieso dann nicht mit anderen Songs, die super dazu passen? Alles in allem ist das, finde ich, eine super Strategie mit sehr vielen Vorteilen. Aber wie gesagt, achte bitte darauf, dass du es nicht übertreibst. Immer wieder die gleichen Songs kombinieren ist vielleicht auf Dauer nervig und zu viele Songs genauso. Überleg dir wirklich, welche Songs perfekt zu deiner neuesten Single passen könnten und wähle dann maximal 2 davon aus. Diese Strategie kann dir, glaube ich, nochmal wirklich einen Push geben. Gerade wenn ein Großteil deiner Streams über dein Profil bzw. den Release an sich kommen. Das kannst du dir in Spotify for Artists ganz genau anschauen. Und noch ein sehr wichtiger Hinweis. Benutze bei den alten Songs natürlich immer die gleichen ISRCs wie bei dem eigentlichen Original-Release. Sonst werden die Streams nämlich nicht zusammengezählt. Darauf musst du beim Upload deiner Musik beim Vertrieb also wirklich achten. Sonst ist ein Teil des Effektes schon wieder verloren. Dann kann ich mir aber wirklich vorstellen, dass das eine super Strategie für dein Wachstum auf Spotify und Co. sein könnte. Wie gesagt, hier bin ich jetzt auf Spotify eingegangen. Das funktioniert aber natürlich auf allen anderen Streaming-Plattformen genauso.
Schreib mir doch deine Meinung dazu gerne mal in die Kommentare. Ich bin sehr gespannt, was du dazu sagst und ob du es mal ausprobieren willst. Das war's jetzt aber erstmal wieder für das heutige Video. Wenn dir das Video gefallen hat, lass gerne einen Daumen nach oben da und falls du es noch nicht getan hast, natürlich auch ein Abo. Und wenn du gar nichts mehr verpassen willst, würde ich mich auch sehr freuen, wenn du die Glocke aktivierst. Dann bekommst du immer eine Benachrichtigung, sobald ein neues Video rauskommt. Jetzt aber erstmal vielen Dank fürs Zuschauen und deinen Support. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Deine Musik hat's verdient, gehört zu werden.